Um also ein Maximum an Geschwindigkeit, Reichweite und Stabilität aus Ihrem WLAN-Modem rauszuholen, haben wir ein paar einfache Tipps. Schritt 1. Checken Sie Ihr Modem. Sollten Sie Ihr Modem noch dieser Generation haben, rufen Sie einfach im Kundenservice an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Hier sehen Sie das aktuelle Modem der aktuellen Generation und hier sehen Sie das Modem der Zukunft. Im Schritt 2 wäre es auch wichtig, dass man die WLAN-Einstellungen ändert. Und zwar können Sie das im Kundenportal der Salzburg AG machen. Sie gehen einfach rein unter Internet, WLAN, finden Sie die Einstellungsmöglichkeit von der WLAN-Verschlüsselung und da geben wir Ihnen den Tipp, dass Sie statt WPA, WPA2 only nehmen. Das sollte die Performance auch verbessern. Im dritten Schritt ist es wichtig, den optimalen Standort für das WLAN-Modem zu finden. Da das WLAN-Modem über Funkfrequenzen arbeitet, ist es nicht ratsam, das Modem zu verstecken. Sprich, hinter der Couch, im Kasten drinnen, im Verteilerkasten oder im Keller. Sondern das Modem sollte dort sein, wo es auch verwendet wird. Am besten freistehend, auf 1 Meter Höhe und die LEDs sollen sichtbar sein. Dann kann das WLAN-Modem optimal arbeiten. Wie Sie Störquellen erkennen und vermeiden, finden Sie in den FAQs auf unserer Website. In einem Heim-WLAN gibt es natürlich auch physische Störquellen, die das Funksignal einschränken können. Wie zum Beispiel hier in einem Haus kann es sein, dass im oberen Stockwerk das Funksignal viel geringer ist als hier unten, wo das Modem steht. Hier kann man sich behelfen durch beispielsweise diese Powerline-Adapter. Die bringen mir das WLAN-Signal in das Zimmer, wo ich das WLAN-Signal brauche. Und das funktioniert über das Stromnetz. Das also ein paar Tipps, wie Sie Ihr WLAN richtig einsetzen können. Mehr Infos und alles zum Nachlesen finden Sie wie gewohnt auf der Website der Salzburg AG.